So Leute, herzlich willkommen zu dem Spandauer Donovos. Wir sind alle noch zusammen im TS, hallo. Hallo. Wir befinden uns in der Charaktereinstellung. Hier nicht wundern bei mir, ich habe gerade noch ein bisschen was gemacht. Der cheatet doch! Ich möchte kurz vorher noch zwei Dinge sagen. Erstens, die Regeln sind quasi noch in progress. So, wenn uns was auffällt, passen wir das noch an. Zweitens, für alle, die neu da sind. Es ist ein Hunger Games Format, ähnlich wie Varo, das kennen glaube ich viele, mit drei Teams. Wir haben Spawn-Begrenzung. Jeder von uns verlinkt glaube ich auch nochmal das Regelvideo, das Ankündigungsvideo. Und der Grundkonsens ist, es ist ein Testcase. Wir sind alles Mates, auch in echt. Wir sind Freunde, wir verstehen uns. Und wenn uns noch irgendwas auffallen sollte, was nicht balanced ist, irgendein Glitch oder irgendwas, was man abusen sollte, wir leben es fair, wir haben Gentleman's Agreement, wir machen das einfach nicht, wenn irgendeine Server-Einstellung nicht passt, wie geplant, wir machen das nicht. Und wir wollen einfach nur Spaß haben. Genau. Habe ich noch was vergessen, Leute? Wir wollen noch die Spawn-Locations gleich ausknobeln. Aber wollt ihr noch irgendwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, wir haben bei der Teamauslosung ja schon ein bisschen drüber geredet, aber nicht jeder, der hier sitzt, ist ein absoluter Arc-Main, ne? Also ihr dürft natürlich in den Kommentaren euren Frust auch ein bisschen rauslassen. Ihr dürft natürlich auch irgendwie sagen, was ihr anders gemacht hätte. Aber please, egal wer es jetzt hochlädt und egal, ob ihr mögt oder nicht, hatet ihn jetzt nicht von Anfang bis Ende weg. Außer halt, Johnny. Ne? Außer mich. Außer bei mir Johnny. Könnt ihr und alles Kalle. Rauslassen. Kalle kann das nicht differenzieren. Das ist ja, super. Kalle ist weiß nicht, ob er das ernst meint. Der alte Suffkopf. Naja. Ihr habt das ganze Format für mich gerade zerstört. Das ist ja klar, ne? Was meinst du doch nicht ernst, Kalle? Also Hauptaugenmerk dieses Formats, Spaß. Wir wollen trotzdem tryharden, wollen gegeneinander ein bisschen die Fickung einleiten, aber Spaß, okay? Wir sind keine Vollpros, die hauptberuflich arg spielen. Also, hauptberuflich zocken. Ich habe jetzt hier wieder meine Knobel-Seite, wo wir gleich die Spawn-Locations auswählen. Zeige ich jetzt nicht. Ist mir auch scheißegal, was ihr dann wieder mit euren Aluhüten da sagt. Ich hätte das doch alles repariert. Ich sage jetzt mal einfach, Team 1 sind Alex und Johnny. Team 2 sind Kalle und Eis. Und Team 3 sind Mori und ich. So, wir legen jetzt als erstes Jungle North fest. Achtung. Oh. Team 1, das sind Johnny und Alex. Easy win. Dann nehmen wir Camp-Position 2 und 3, ne? Nice, Zone gespottet. Ich weiß, wo ihr seid. Eishöhle, Junge, Eishöhle. Eishöhle ist sogar nicht drin, oder? Egal. Jungle mit. Auslosen. Team 3, also Mori und ich. Geil, da können wir in alle Seiten angreifen. Ich mute mich mal gerade im Test. Genau. Das ist sogar und Jungle wirklich South. Das ist wirklich gut. Das kann North und South sind besser. Mitte ist ein bisschen. Wird gut bei uns. So, nice. Und Jungle South sind dann demnach Eis und Kalle. Nice, Kalle. Weiß jeder, wo er zu spawnen hat? Jo, Jungle mit. Schließt mal. Nicht wundern, das habe ich auch in den Ankündigungsvideos noch nicht erwähnt. Ich werde einfach, falls irgendwer ein Problem hat, schreibt ihr das Global und ich werde den Server pausieren als Admin-Befehl. Das ist das, was ihr bei mir da links oben seht. Ach so, ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wie ich Global schreibe, wenn Alex initiiert, aber das kriegen wir hin. Einfach Enter, dann siehst du halt den Chat links, da steht auch Global mit drin. Ja, das ist gut. So. Nice. Die Parts gehen immer eine halbe Stunde, Montag bis Freitag. Welche Uhrzeit? 18 Uhr hatten wir gesagt? Oder 15 Uhr? 18 Uhr. Wir wechseln uns ab, die Teamkollegen, genau. Ansonsten alle möglichen Infos neu in der Videobeschreibung und vielleicht gegebenenfalls im Top-Kommentar. So, seid ihr ready? Ja, auf jeden. Die halbe Stunde läuft jetzt aber schon, ne? Oder machst warte, du? Nein. Okay. Nein. Erst immer im Game-Sinn, bitte. Macht ja gar keinen Sinn. So, ich stelle einen Timer. Ich werde bitte jedes Team Auge drauf, vielleicht auch gegebenenfalls selber einen Timer stellen, dass ihr halt, wenn nur noch 5 Minuten da sind, ihr nicht noch irgendwas startet. Ja, ich bin ready. Timer, also wenn ich jetzt sage, der Timer läuft, switchen alle in ihre Räume und starten einfach, okay? Okay, Achtung. 3, 2, 1, Timer läuft. User left channel switched. User joined your channel. So, mein Junge, dann lass mal loslegen. Ab geht's. North ist gut, mein Junge. North ist gut. Alter, ich hatte so richtig Angst vor Mitte. Da ist direkt ein Kano. Ey, warum kann ich nicht spawnen? Meine Lebenden überstehen. Okay. Wo bin ich? Okay, wir müssen uns sofort finden, ne? Das ist das Wichtigste. Okay. Es gibt hier irgendwo Rauch, nachdem man sich orientieren kann. Fuck, ich hab kann. Ein Kano hier. Ist mir egal, stirb einfach nicht. Die erste Folge kommt bei mir. Montag. Montag.
Fuck, wie finden wir uns? Wie finden wir uns? Ich habe keine Ahnung, ich renne jetzt erstmal vor. Doch, du kannst M machen. Ich bin bei. Ich kann dich. Ich muss vor Kano wegrennen. 47, 58. Oh nein, ich habe keine. Ich habe keine. Jetzt sag mir nicht, du bist schon tot. Ja. Das ist ja krass. Okay, ihr merkt, in der ganzen Sache ist es übrigens so, dass ich gecarried werde hier. Oh shit, ich hab komplett vergessen, wie das geht. Herstellen. Zack. Warum kann ich dich nicht herstellen? Was brauche ich? Stein. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gespielt. Alex ist der Triad von uns beiden. Sowas, was ihm jetzt gerade passiert ist, das wird uns allerdings natürlich öfter passieren. Da machst du einfach nichts. Und das zieht keine Teamleben ab, das ist schon mal. Eben. Da ist ein Raptor, ist das sein Ernst? Alter, der hat doch garantiert wieder gemogelt hier. Jo, da kommen direkt zwei Raptoren auf mich zu! Ich hoffe einfach, dass du mich nicht anlügst. Nein, wirklich, die beißen mich und jetzt laufen. Nein. Alter, was ist denn hier los? Okay, 10 Feuersteine, das reicht. Ja, ich such dich mal nicht, weil du wirst ja deine Position scheinbar noch ein paar Mal ändern wollen. Ich weiß zwar nicht, warum du das gerne machst, aber... Jetzt ist hier ein Kano wieder. Da ist der Spino. Alter, ist das dein Scheißherz? Okay, warte. Ich guck gerade auf der Map. Ich bin auf der westlichen Seite der Insel. Westlich. Niemals ohne Seite. Ich bin südlich. Ich bin südlich. Okay. Warum bin ich denn südlich, Alter? Südlich sagt der Bolz. Oh, jo. Third Person ist nicht ausgestellt. Oh, tatsächlich. Naja, das können wir ja mal machen. Okay, scheiß drauf. Wir rennen beide in den Norden jetzt erstmal, okay? Okay. Aber ich werde so lange dafür brauchen. Norden-Mitte? Norden-Mitte. Da ist ja so eine kleine Einbuchtung. Insel so eine, genau, okay. Da ist ja so eine Einbuchtung, ne? Ja, da gehen wir hin. Okay. Ach du heilige Mutter. Wenn ich da hinkomme. Ja, hier sind wieder Feinde. Oh, fuck, jetzt ist hier auch noch ein Moskitoschwarm oder was? Oh, nee, hier ist eine Raubkatze. Mann. Alter, was ist denn los bei dir? Ich hab einen Triceratops vor mir. Nein. Oh. Was bist du für ein Level, mein Guter? Hey, du Fettsack. Was bist du für ein Level? Ich bin schon wieder tot. 22. Oh Mann, das wäre so gut. Warte, ich markiere mal die... Okay, lass uns die Stelle merken. Ach, kein Palm, scheiß drauf, wir werden schon einen finden. Wo bin ich jetzt? Immer noch. Denk dran. Westlich. Alter, was ist südwestlich, denn aber los bei dir? Ich nehme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den größten Kackhaufen der Welt vor mir und ich meine nicht mal dich. Ziemlich anstrengend, würde ich sagen. Das scheint... Oh, nee, das ist nicht gut. Ich dachte kurz, die sehen nicht so aus, als wären sie freundlich. Das sind sie auch nicht. Wir haben ja nicht so viel Movement Speed, dass wir alles outrunnen können. Und ich habe auch noch nicht so viel Ausdauer. Das wird schon schief gehen hier, ne? Komm, nehmen wir hier vorne noch was mit. Okay, wir gehen hier auf jeden Fall rechts hoch. Hilft ja alles nix. So, es gibt ja auch ein paar dieser Explorer-Notes, ne? Wenn wir die finden, haben wir ja nochmal einen XP-Boost. Das wäre halt broken, wenn wir jetzt nie so viel unterwegs sind. Aber ich kenne die Punkte nicht. Siehst du das in der Wiki irgendwo? Wiki darf man eigentlich offen haben, ne? Ja, darf man offen haben. Ich muss gleich auf jeden Fall den Game-Salon einen Ticken lauter machen, Leute. Sorry dafür. Center. Okay, da fightet hinten auf jeden Fall. Ich dachte, es gibt keine Flugdinos. Dafür sind hier aber echt viele Adler. Sind Adler böse? Ja. Das ist kein gutes... Okay, ich dachte, es gibt keine Flugdinos. Na, die sind nicht zähmbar. Der hier ist definitiv nicht zähmbar. Leck mich ab. Ich bin tot. Ja. Boah, was ist das für ein Start, mein Junge? Ich hab keine Ahnung. Oh, Jungle, no. Halt nur Respawn, durch. Zufälliger Ort muss ich machen, ne? Ja, genau. Ach du Scheiße, ey. Wo bist du jetzt? Mir ist auf jeden Fall heiß. Ja, jetzt bin ich komplett östlich. Komplett im Osten. Stimmt, ich bin auch im Osten. Jetzt mein Handy von mir? Ich bin auch im Osten. Ich hab Westen und Osten verwechselt. Nein, verwechselt. Du hast Westen und... Alter, ja, ich bin Alex, vor ne? Vor dir. Hinter dir. Hallo? Ja, hallo. Geil. Perfekt. Das war von Anfang an unser Plan. Ich hab dich eingeladen. Okay. Okay, let's go. Jetzt können wir aber richtig machen, ja. Uff, Alter. Alter, war das ein Scheißstart. Ja. Wie viel Mal bin ich gestorben? 4 Mal jetzt? Alter, ist das anstrengend. Komplett scheiße. Okay, ja. Also ich höre gerade die Spitzhacke levelmäßig. Was geht mein Anfang nochmal? Warte, ich habe hier irgendwo ein Dokument. Axt und Feuer. Ausdauer und Gesundheit. Ach so. Ja. Und ich nehme auch nochmal einmal Gewicht mit, weil ich keinen Bock habe hier. Stein. Okay, Steinaxt auf jeden Fall mitnehmen. Speer mitnehmen. Das können wir alles mitnehmen. Ich bin bei Stroh. Okay, bei mir geht's jetzt los. Habe ich habe keine Stein-Dings. Was Ausdauer und Gesundheit machst du jetzt? Ich mache Ausdauer auf 150, Gesundheit auf 200. Okay. Das wurde mir empfohlen und von da gucken wir da mal, wie es weitergeht, ne? Okay. Nochmal das.
Was brauchen wir hier? Holz, Stroh, Fasern. Okay. Das lässt sich ja einrichten. Ich habe leider noch keine feste Inventarordnung oder sowas. Was brauchen wir hier für Holz? Also wir gehen ja hier eigentlich auch, ne, mit Spaß ran. Ja, das können wir generell mal sagen, ne? Also ich habe stolze 8 Spielstunden in Ark. Ja. Ja? Ich habe 550 oder so. Ja, also wer jetzt hier erwartet, dass ich deswegen hier jetzt was kann, der wird sich natürlich hier den Kopf stoßen. Generell ist es so, Montag, Mittwochs und Freitags kommen die Folgen bei mir. Dienstags und Donnerstag beim Kavalierpirat, den findet ihr immer am Ende der Folge, findet ihr auch das entsprechend nächste Video, wenn ihr es nicht sofort pünktlich zum Start geguckt habt. Und es gibt auch nochmal eine Playlist, die ihr hier auch in der Beschreibung findet. Das heißt, ihr habt viele, viele Möglichkeiten, den Content hier zu finden und zu genießen. Und ich hoffe, dass ihr das auch machen werdet, denn für uns ist das natürlich auch Neuland. Ich meine, wir haben noch nie zusammen ein YouTube-Video gemacht. Allerdings ist der gute Alex hinter mehr Videos hinter der Kamera gewesen, als ihr wisst. Nämlich auch bei dem einen oder anderen Placement-Video aus meiner Anfangszeit. Ja. Gerade so Grafikkarten-Dings-Gedöns, ne? Ja, die Captiva-Dinger generell am Anfang. Ja. Ich spam jetzt, ne? Also generell, wir spammen ja Foundation, dafür nicht wundern. Ja, genau. Das ist einfach das Standardprozedere, was man am Anfang macht, um schnell zu leveln. Das wird auf jeden Fall auch Max machen. Ich weiß nicht, ob Ice das macht. Also Ice ist ein absoluter, der Spieler spielt sehr, sehr viel. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt, ich glaube, der ist nicht so der PvP-Spieler. Ja, aber trotzdem, am Anfang levelst du halt einfach, weil das Early Game ist halt super langweilig und boring. So, okay. Und du willst ja erstmal gleich Dinos zähmen und Gedöns machen, ne? Also macht man das auch im PvE, sagst du? Ja. Ja, und ihr merkt schon, man kann, während man hier was baut, also viele bei mir haben ja gar keine Ahnung von Ark, ne? Also ihr könnt halt auch, während ich hier was baue, kann ich mich trotzdem fortbewegen, das ist super cool. Jetzt habe ich hier ja auch noch das Glück, dass da vorne ein Dodo ist. Den werde ich auch noch fix mitnehmen. Warum? Einfach nur, damit ich ein bisschen Fleisch habe, was verrotten kann. Das klingt ein bisschen idiotisch. Ach so, doch, ja, du hast recht. Brauchen wir. Womit kriege ich nochmal mehr Fleisch? Axt oder Spitzhacke? Spitzhacke. Du willst mich verarschen, ich kann die Dodo nicht anvisieren. Doch, da, nice, okay, perfekt. So, und die stacke ich jetzt alle einzeln. Alles aufteilen, damit die schneller verrotten, weil sonst verrottet immer nur ein Stack. Und das wäre halt nicht das, was ich will, das heißt, es ist optimal. Puh, okay. Du bist auch hier im Spam, wa? Mhm. Aber du reißt ja gar nicht ab. Warum? Nee, ich bin gerade sehr voll beladen. Achso. Na gut. Oh, immer noch. Was hab ich denn? Oh, ich hab schon Metall, geil. Wie war es denn das Metall hier geklaut? Weil nicht. Ihr könnt währenddessen auch weiter Sachen abbauen, so, das mache ich jetzt hier gerade nicht so. Ich weiß gar nicht, welches Level ich bin. Ich krieg das gar nicht mit hier. Gesundheit, Ausdauer, Gewicht. Oh. Welches Level bin ich denn? Ich kann auf jeden Fall ein einfaches Bett bauen, das ist schon mal sehr gut. Fernrohr hast du mir empfohlen, ne? Jetzt habe ich auch den Morser. Kannst du hier schon mal so ein Ding hinbauen, damit wir Narkosemittel machen können auf Dauer? Bin ich noch gar nicht, glaube ich, soweit. Okay. Alter, du bist ja richtig fast, Alter. Ja, ich bin Fast and Furious, ne? Warte, ich würde den Gamestar nochmal... Ja, Mörser habe ich gerade gelernt jetzt. Das ist gut. Also ich generell den kompletten Basebau wird Alex übernehmen, aber wir haben auch die Möglichkeit hier, wir werden immer beide aufnehmen, ne? Wenn was schief geht, kann man da also dann auch nochmal ein Stück weit reagieren. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mal die Sicht des anderen reinzumachen. Und schreibt bei mir gerne mal rein, ob ihr Highlights-Videos auch auf dem Main-Kanal haben wollt, weil das ist natürlich... Warte mal, kriege ich das zurück, wenn ich das ersetze? Ja, tatsächlich. Was? Boah, geil. Du kriegst das zurück, wenn du es ersetzt? Ja, natürlich. Deswegen reißt man doch die ganze Zeit ab. Ja. Nee, oder? Nicht. Also ich mache ja hier gerade manuell abreißen. Aber wenn du quasi eine Thatch-Base auf eine andere Thatch-Base... Dann reißt du das quasi direkt mit ab. Ah, okay, so. Krass. Hier, du ersetzt es einfach quasi nur. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Hoffentlich gibt das genauso viel XP, oder würde ich jetzt einfach davon aufgehen? Ich war mir dessen nicht mehr bewusst. Oh Gott, das ist so lange her, dass ich richtig Ark gespielt habe. Wie viele Stunden Ark hast du eigentlich? 550. 550. So um den Dreh. Und wie viele davon waren in den letzten Monat? Null. Okay. Also zurzeit eher PUBG eher so dein Baby. Ja. Also PUBG ist halt einfach normal. Warum spielst du das schlechtere Fortnite so gerne? Spaß. Das ist ein kleiner Beefpunkt. Ich mag die Grafik von Fortnite einfach nicht so gern.
Okay, ja, kann ich auch verstehen. Dieses Comic-Ding ist wirklich nicht für jeden was. Ja. Da braucht man schon ein bisschen Geschmack für. Und, Ja gut, ne? Also Blizzard hat ja Geschmack. LOL und Fortnite leider nicht so. Nee, ja, wie gesagt, ihr werdet einfach hier beide immer Spiele gedisst, jetzt werde ich getötet. Ja, ja, wie gesagt, ne, also wir werden auch immer mal wieder hier das ein oder andere dissen, gewöhnt euch dran. Hier unten sind jede Menge Dodos. Okay, ja, du kannst ja dein Fleischdings schon mal vollballern, ich mache hier gerade noch. Ja, soll ich alles verrotten lassen? Ja, ne? Ja, also ich meine, an Fleisch kommen wir so schnell ran. Mit den ganzen Dodos hier. Ja, aber das ist halt wirklich Lack auch, ne? Ich meine, so viel Dodo. Ja, so, aber irgendwie kriege ich bei der Spitzhacke viel Leder. Ich glaube, du hast dich vertan. Echt? Weiß nicht, ich werde es jetzt mal hier testen. Also es gibt ja primär und... Warte mal, ich guck gerade mal. Ach, leck. Nee, das gibt noch mehr Leder gefühlt. Meat? Irgendwie habe ich... Warum habe ich jetzt Metall? Du hast ja in dem Wiki kannst du auch gucken, da gibt es so Sternchen. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade... Chainsaw gibt am meisten Meat, okay. Oh, warum werde ich hier angekackt von dir, Dodo? Oh, noch ein Dodo, okay, geil. Alter, ich krieg hier richtig Fleisch, also... Okay. Das wird gar kein Problem werden. Ja, das gibt auf jeden Fall... Keine Ahnung. Hast du mittlerweile eine Info, was besser ist? Nein. Immer noch nicht. Alter, ich habe noch nie am Anfang so viele Dodos gehabt. Das ist halt wirklich cool. Ich muss hier sowieso mal. Ich mache jetzt einfach den wilden Mix. Wie gesagt, ne, also die ultimativen Trials unter euch mit 1 Million Spielstunden und PvP-Experience. Ja. Ihr werdet euch so oft an den Kopf langen. Ja, ganz oft. Also wahrscheinlich auch jetzt schon kopfschmerzverdächtig unterwegs sein. Ich mache einmal Gewicht, ich habe nämlich echt keinen Bock drauf. So, kann ich jetzt Holz? Kleines Bett? Oh ja, tatsächlich. Die Spitzhacke macht mehr Fleisch und die Hatchet macht mehr Leder. Aber Spitzhacke hast du mir auch empfohlen, war ja richtig. Ja, ist doch geil. Da habe ich kurz an mir gezweifelt, aber... So, die hier muss ich wieder abreißen. Geil. So. Ich werde mal noch... Kann ich das jetzt hier nicht ersetzen? Warum geht das? Ja, Fleisch verderben lassen. Alles aufteilen. Alles aufteilen. Ich lasse mal 20 Stacks so, die können wir auch braten, ne? Wie viel Gesundheit machst du? Auf 200 und... Warte, oder? Ausdauer auf 150, Gesundheit... Ja. Nee, okay. Bei Ausdauer und Gesundheit 150, Gewicht 200 und dann danach quasi Gesundheitsspam. Aha, aha, aha. Das war so das, was... wie gesagt, der gute Kay hat mich ja so ein bisschen gecoacht. Den findet ihr jetzt in der Beschreibung, in der Hoffnung, dass ich diesmal nicht vergesse. Jetzt habe ich nämlich das jetzt mal vergessen. Da wurde ich ein bisschen für getrollt. Oder geflamed. Ja, war schon eher flame. Strained on geflamed. Ah. So wie es sich gehört. Ja, ist auch in Ordnung. Wer so einen Move bringt, also das ja... Jetzt brauche ich hier noch Stroh. Ja, ihr merkt, die Anfangsphase ist natürlich ein ziemlicher Grind. Man könnte jetzt auch hier schon anfangen, was zu zähmen, aber es macht halt einfach für uns hier jetzt gerade nicht so viel Sinn. Okay. Komm her, du. Ja, da oben steht auch die ganze Zeit, dass ich ein Level-Up habe. Na, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Mach doch mal den Sound noch einen dicken lauter. Vielleicht habe ich eben gar nicht auf Anwenden gedrückt oder nicht auf Speichern oder so. I don't know. Übrigens, wenn du mit Shift drückst, dann kannst du Haufen halbieren, ne? Ja. Und dann brauchst du bloß so plop, 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 plop. Ah, okay, ja, ich habe jetzt immer dieses runter... Ach, Schiff war das, ja. True. Genau, Schiff. Ja, mein Trainingslager ist jetzt auch schon wieder ein mit bisschen... Mit T kannst du, ja, wie sagt man, transferieren, ja? Mit O schmeißt du aus dem Inventar raus. Okay. Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, ich kann jetzt auf Holzdinger wechseln. Okay. Ich guck mal gerade. Nee, echt schneller als ich so. Aber gut, ich habe jetzt auch noch lange Leder gesucht, ne? Ja, gut, das stimmt. Leder? Warum hast du Leder gesucht? Na, weil ich wissen wollte, was. Also, es gibt ja entweder Leder oder Fleisch. Ne? Achso, das danach gesucht, okay. Ja, ich kann jetzt Holzdinger machen. Das hört sich gut an. Ich weiß nur nicht, was die brauchen, aber das finde ich ja gleich raus. Holzstroh und. Quasi genau dasselbe wie eben, ne? Nee. Nee? Herstellung. Kann das sein Leder? Stroh, Holz, Fasern. Genau dasselbe, nur deutlich mehr. Okay, ich bin definitiv zu schwer beladen, aber was wiegt hier so viel? Holz meistens. Holz, ja, tatsächlich. Aber das brauche ich ja in der Theorie. Ich schmeiß mal Steine raus. Wie kann ich nochmal rausschmeißen? Oh, ne? Ja. So, Metall, Leder,
Leder wiegt ja nix. Die brauche ich auch noch. Die weißen Bären kann man sich auch gut ins Inventar legen, ne? Was? Die weißen Bären legt man sich auch gerne ins Inventar, ne? Warum? Weil man dadurch Stamina wieder bekommt. Ja, aber du verlierst Durst. Ja, aber ich meine, wenn du vom Typen wegläufst, ne? Ja, true. Ist wahrscheinlich schon mal worth. Ja. Ja, und ansonsten wird jetzt hier weiter gefarmt. Ziellevel ist so 21 für die Betäubungspfeile, würde ich sagen. Okay. Haben wir irgendwo jetzt so ein Narkoseding, damit ich da mein Fleisch reinschmeißen kann? Nee, habe ich noch nicht gebaut. Okay, dann. Ich habe jetzt auch nur. Okay, dann hole ich mir die Steine, die ich da weggeschmissen hatte, nochmal. Dann mach das doch mal bei Gelegenheit. Ja, dann. Ja. Was hatte ich jetzt vergessen? Stroh brauchte ich noch, ne? Stroh ist ja. Ach so. Das ist ja ein bisschen teurer. Was ist ein bisschen teurer? Der Mörser. Echt? Ist er? Den hab ich gar nicht. So, jetzt ist die Frage, bauen wir gleich eine Basis auf oder machen wir einfach nur so? Nee, random? Also ich habe auch eben nochmal überlegt, dass wir im besten Fall die richtig krasse Base erst Mittwoch. Erst in der nächsten Aufnahme, jetzt habe ich es besser. Weißt du? Dauert noch ein bisschen. Also, dass wir da ein bisschen Geduld haben. Ja. Weil ich glaube, sonst wird das halt. Das wird halt nichts sonst. So, und die hier zu spammen ist halt das nächste, was wir machen. Wo sollen wir denn bauen? Wo sagst du denn? Boah, du, keine Ahnung mehr. Sowas lasse ich dir da voll die Kontrolle. Aber also, ich meine, hier ist jetzt relativ gut. Was ich im Umkreis sehe, sind keine. Ich meine, wo sind wir denn hier gerade nochmal auf der Map? Ich meine, wir sind ja gerade sehr weit östlich. Wir sollten eigentlich möglichst weit nördlich gehen, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass uns jemand findet, halt sehr gering ist. Weil die starten ja mittig und südlich. Und hier ist halt gerade. Ja, und am Strand entlang zu laufen ist natürlich auch so ein bisschen. Also würde man ja eher machen, weil es nicht so gefährlich ist, wie reinzugehen. Aber wenn ich jetzt mal. Ich gucke einfach mal kurz hier hoch. Egal der Ressourcen. Ich finde hier eigentlich ganz gut. Na gut, dann zieh das durch, mein Junge. Ich weiß nie, was ich gerade mehr brauche, Holz oder Stroh. Ich würde auch um unsere Hütte quasi nichts drumherum abbauen. Weil es gibt ja um die Bodendinger rum, also die Foundations, da spawnt ja nichts drumherum mehr. Ach ja, stimmt. Und wenn du dann eben was abbaust, dann hast du halt reingeschissen. Dann würde ich hier einfach mal eine kleine. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist, ne? Aber das ist ja. Ich zeig dir das gleich. Ja, das ist gut. Weil ich muss halt echt beim Fleisch dann mal reinschmeißen. Ich habe natürlich auch schon ein paar von diesen Narcos-Dingern. Ja. Und das so früher wie die anfangen, ich meine, damit levelt man ja auch nebenbei, ne? Wie bitte? Mit den Dingern levelt man ja auch nebenbei. Ja. Ich muss das Spiel. Nochmal Wurf. Eisenstein, so. So, ja, der Regen ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist jetzt nicht so angenehm. Neues Level, jetzt kann ich mein Gewicht hier nochmal drauf, meine Ausdauer und jetzt gehen wir leben. So. Zack. Herstellung. Was ist das denn schon wieder hier? Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? Immer Holz, ne? Holz ist halt wirklich brutal. Soll ich jetzt zu dir kommen oder was war jetzt der letzte Call? Musst du nicht unbedingt? Nö, dann mach ich doch gar nicht. Also ich habe halt jetzt den Mörser gesetzt. Okay. Und hol dich dann gleich ab, wenn wir. Ja, wahrscheinlich zeigen kann. Dir ist zu kalt. Oh nein. Hä, ich dachte, die sind Was denn? Wieso kommt da ein Pogo Mustax? Er hat mir Metall geklaut! Du kleine. Ich mach dich kalt, du Sau! Ja, ich dachte auch, die sind ausgestellt, weil die so anstrengend sind, ne? Nee, das sind andere. Jetzt rennt er hier in eine Schildkröte rein. Ja, natürlich habe ich die Schildkröte getroffen. Hast du schon ein Bett? Nope. Dann solltest du vielleicht nicht sterben. True. Aber ich will eigentlich auch das Metall zurückhaben. Ja gut, ne? Ich glaube, man kann nicht alles haben im Leben. Da ist hinüber. Meine Axt. Das kleine Drecksau. Und ich hoffe, dass der. Dass der Schildkröterich. Ja, der hat gar keinen Bock mehr. Okay. Huch! Kleine verpisste Kacke. Ach, ich hätte es ja reparieren können. War schon nicht klüger gewesen. Naja.
Steckst du nicht drin? Lul. Was wollte ich denn jetzt machen? Das da. Lagerfeuer so. Mache ich auch direkt hin. Ja, ich würde auch gleich mal dieses ganze Stoffzeug und so bauen, hier zumindest, damit man schon mal was anhat, ne? Okay, jetzt zeige ich dir schnell, wo das ist, ja? Ja, ich... Du bist ja noch unten am Strand, wa? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht so der Orientierungsmensch. Das ist nicht so gut. Du wolltest schon wissen, wo du bist. Komm mal, ja, ich bin am Strand quasi runtergelaufen. Ja, komm mal hoch hier. Wo bist du? Du bist gerade ein bisschen voll. Willst ja. Du nee, ich baue gerade. Achso. Oder baue ich noch? Ja, jetzt wird's gehen. Ja. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen. Ach, guck mal, ein Dodo. So, hier bei dem großen Baum. Boah, Alter, ich muss das ja auch wiederfinden, ne? Ja, ja. Das ist nicht so schwierig. Ey. Beim großen Baum ist hier einfach eine kleine Base. Okay, I see. Hier sieht man so von oben was steht jetzt hier gerade? Alter, ich kann das so schlecht sehen. Feuer so, und ein Mörser. Und in dem Mörser muss ich jetzt mein verdorbenes Fleisch reintun. Die Sonne spiegelt sich, dann mach mal die Dings aus. Nee, bei mir spiegelt sich im echten Leben die Sonne. Ach so. Dann mach mal das echte Leben aus. So, ja, und jetzt Fleisch würde ich hier Medikamente, Narkosemittel produzieren. Genau. Wenn du einmal die Maus drüber hältst und A drückst, dann macht er alles, was geht. Aber der macht die ganze Zeit nur 9, obwohl er eigentlich mehr könnte. Nee. Ach, 13. Das braucht 8 Beeren, glaube ich. Ja, okay, da steckt jetzt eine ganze Menge drin. Das ist ja super. 5 zu 1. Nicht abbauen. Ja, da war ja was. ja, ich habe ein Erinnerungsvermögen, das ist gigantisch. Also da muss man auch nochmal sagen, boah. So, jetzt hier, gerade, ja, hier ist ein Diplo. Da habe ich das gebaut. Ein Spucker vor uns. Wo? Was? Wie? Ja. Ja, lass den mal killen. Okay. Na, dann doof. Ab geht's. Boah, 56 ist der, ne? Also aufpassen. Immer schön dodgen. Wenn du die Ohren aufstellst, dann... Ja, nice. Ja, das siehst du. Gibt das ja, viel. Doch leichter als erwartet. So, was brauche ich für... kannst du auch noch so was aufbauen, wo wir das ganze Leder und so reintun können? Das Metall? Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich trage halt die ganze Zeit sinnlose Scheiße mit mir rum. Fasern. Ja. Fasern ist halt echt gerade das Hauptproblem. Ne? Hier soll ich nicht abbauen. Ach Mann, das ist aber auch... So, welches Level bin ich denn gerade überhaupt? Ich kann nochmal in Gesundheit rein. Level 16, da gibt es auch wieder irgendwas Cooles. Ach, da kann ich das erste Mal dieses Holzfloß bauen, ne? Ja. Holzfloß, was brauchst du? Das gibt richtig Kiste XP. Ist im... an der Lagerfeuerstelle. Okay. Ach, ich muss sagen, es ist echt schön. Ich meine, alle die teilnehmen, kann ich ja echt gut leihen. Aber ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich mit dir ein Team bin. Ja, Mann. Also das ist echt, das kann eine lustige Nummer werden hier. So, ich hab die Knowledge und du bist der Unterhalter so. Ja, nee, du ich glaube da, ja. Ja, klar. Ja. Reden tue ich, den Rest lassen wir mal so stehen. Die Bären fressen wir einfach nur, ne? Genau. Da muss ich ja jetzt gar nichts machen. Da kann ich nochmal Stapel teilen, alles aufteilen. Hast du ja auch ein Lagerfeuer? Ja, ne? Ja. So, da kann ich doch mal Fleisch und Holz macht man da rein? Ja. Aber ist jetzt eigentlich gerade vielleicht wichtiger, die Narko-Sachen zu machen? Ja, komm. Warte mal, wo ist der Triceratops-Sattel? Wie kann ich doch mal teilen? Also halbieren, dafür gibt's auch eine Kiste. Oh, geil. Shift, ne? Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Naja, whatever. Feuer entzünden. Shift und ziehen. So, wo ist denn Level 13 Triceratops? Ne, Level 16 kriegt man den Sattel. Ja, ich bin Level 16. Ich könnte den Sattel bald machen. Dann könnten wir den... Warte mal, wenn wir dann... Bosemittel? Ne. Heil? 21 kriegen wir den Betäubungsfall. Ja. Boah, ich weiß nicht, vielleicht ist meine Bildschirmhelligkeit auch einfach dunkel, aber ich sehe halt echt nicht so viel hier. Ja gut, wenn die Sonne da voll reinknallt, das ist natürlich nicht so gut. Ja, aber ich habe ja noch keine Vorhänge. Ist halt die neue Wohnung, deswegen ist das Ganze auch ein bisschen hallig. Also nimm mir das bitte nicht zu übel. Ne, gerade die vorhin... So schlimm, wie es vorhin gesagt wurde, ist es eigentlich nicht. Ja, ich weiß, das ist ja auch... Die Leute im TS, ne, die machen sich da natürlich dann Spaß draus. So, Fasern will ich haben. Fasern. Ja, ganze Zeit schön an den Büschen fummeln. Also ich habe jetzt... Vielleicht ist das immer noch zu nah an der Base, wo ich hier... Nee, ne? Nee, das ist okay. Neues Level verfügbar. Ad Widder. Das ist ja verrückt.
So, was brauche ich hier noch? Fasern habe ich, Holz brauche ich, Leder. Ich bin so ein dummer Mensch. Wir haben noch 5 Minuten. Okay. Ja, das Floß ist so ein bisschen das Ziel des Tages, würde ich sagen. Das schaffe ich auch noch. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall... Ich mache einfach weiter Bären die ganze Zeit. Ja, das klingt gut. Ich meine, jetzt gerade im Moment habe ich nicht so viel... Ich meine, du bist jetzt leveltechnisch vorher dran, aber wenn ich dann die Base anfange zu bauen, ja, dann komme ich halt wieder back. Ich glaube, das ist generell so ein Ding. Oh, ich glaube, im Feuer zu stehen ist auf Dauer nicht gesund, oder? Nee, nicht so. Also ist ja, ne, im echten Leben hat man manchmal da auch Probleme. Ich nehme einfach das ganze Leder mit, was soll's. So, und jetzt Holz. Und hier soll ich nicht abbauen, ne, weil dann wird er wieder hier pingelig mit Mimimi. Pingelig! Eierkopf! Ja, ich bitte dich. Du bist dann, am ersten wieder am Schimpfen, wenn er gestorben ist, weil die Basis gefunden wurde, ey. Ja, warte mal, ne? Also, wer ist denn hier der Massensterber bei uns beiden? Ha? Hey, jetzt warte mal. Wie nah kann ich denn jetzt hier bauen? Darf ich hier jetzt abholzen? Ja, ne? Ich holze jetzt einfach ab. Ach, mach einfach. Ja. Ist ja auch völlig egal. So, das ist ja nicht unser finaler. Bin ich völlig überladen? Wahrscheinlich ja. Aber das Floß. Boah, scheiß drauf, da gehen wir noch einen Punkt ins Gewicht, Alter. Oh, ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Das ist beeindruckend. Aber jetzt ist es halt. Ach, komm, dann fassen wir halt jetzt Bären, ne? Ich hab eh Hunger. Zack. Rein da. Hoffentlich waren das nicht die falschen. Oh, shit. Ich hab 100 Narkobären gefressen, ist das schlimm? Schon. Nein, ich hab dich auch nur verarscht. Ja, jetzt weiß ich, wo willst du 100 Narkobären her haben, ey? Ey, warte mal. Ich bin hier ein begabter Sammler. Ja, ja. Okay, kann ich mich jetzt wieder bewegen? Nee. Krass, Alter. Bewegen ist halt einfach wirklich gar nicht drin. Ich glaube, so lange, wie ich für das Floß jetzt hier brauche, um das überhaupt zu kriegen, wird das gar nicht worth sein, aber hey. Ich schmeiß dich nochmal raus. Was können wir hier noch fressen? Vielleicht noch ein bisschen hier vorn. Ah, ich bin halt 20 Kilo drüber. Scheiße, wir schmeißen 100er Stack. So machen wir das. Wir schmeißen 100 Sachen raus, die liegen ja dann hier. Dann hacke ich hier weiter. Wie viel brauche ich noch? 30, glaube ich. Und jetzt gehen wir rüber. Na, aufheben. Dann machen wir das scheiß Floß endlich. Nice. Okay, cool. Samen brauchen wir erstmal nicht zu sammeln, ne? Nee, brauchen wir nicht. Samen? Da bin ich jetzt überhaupt völlig überfordert. Also wir können ja später auch unsere eigenen Narkobären anpflanzen. Dadurch, dass wir Samen in Beete hauen. Aber das ist eigentlich nicht notwendig. So, jetzt muss ich das Holzfloß muss ich scheinbar auch nochmal placen, ne? Ja. Damit ich die Punkte kriege. Ich bin auf dem Weg zum Wasser. Okay. Ich komme halt irgendwann an. Ja. Aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Okay, scheiß der Hund drauf. Ich schmeiß da mal ein bisschen Holz raus. Irgendwas habe ich eingestellt, dass mir jetzt mehr Sachen angezeigt werden als vorher. Zu den Items. Egal. Oh, was bist du hier unten gerade? Woran bist du gestorben? Es ist der Adler. Es ist der Adler all over again, Alter. Warum ist denn der Adler am Strand, Alter? Kann er nicht irgendwo sein, wo er mich nicht sieht? Ja, weil das hier Jungle ist, ne? Nur weil das Jungle ist, gehört ihm das ja nicht, ne? Das ja, tut aber so, ne? Alter, ja, also alles, was mir gehört, gehört auch dem. Mhm. Oh, jetzt fliegt er, ja, aber es ist schön, dass in der Nacht nicht so dunkel wird, ne? Alter, bei mir ist halt richtig dunkel, aber das liegt halt, wie gesagt, an der Sonneneinstrahlung, glaube ich. Aber dafür ist das meine Webcam schön beleuchtet. Ist ja auch eher selten. Immerhin. Ja? Kann man auch mal dein Gesicht sehen, so. So, jetzt mein Floß kommt jetzt hier hin und jetzt wird mein Floß hier. So. Ein Holzfloß. Und das kann ich nicht abreißen, oder was? Nee. Doch. Fahren, abreißen. Ja, geil. Was? Okay. Weg damit. Ja, ihr seht ja, also ich hab schon ewig nicht mehr richtig gespielt, ne? Und das gerade sehen sie bei dir ja gar nicht so viel, ne? Was? Dein Floß wurde destroyed. Ja. Sieht irgendwie gar nicht danach aus. Oh. Okay. Ah, Server. Ja, gut, meine Freunde, das war die erste Folge. Das war die erste Folge, die bei mir kam. Ja. Genau.
Hallo. Ja, schaut natürlich jetzt morgen die Folge bei KVD Pirat, ansonsten geht's bei mir Mittwoch weiter. Wird geil. Ihr habt gemerkt, ich wollte das Fluss in der Folge machen. Ich hab's gemacht, ich hab's sogar zerstört. Perfekt. Und bis zum nächsten Mal. Und schaltet auch beim Alex ein. Tschüssi. Tschüss.